Moin Leute, es steht in erster Linie die dritte Liga im Vordergrund, die Konferenz in diesem Fall des zweiten Spieltages, aber im Anschluss wird es auch noch die drei Partien, die ihr unten im schwarzen Viereck seht, geben in der Zusammenfassung. Da seht ihr wahrscheinlich jetzt auch die Timestamps, aber wie gesagt, es geht erstmal mit der Konferenz los. Viel Spaß beim Zuschauen, los geht's! Willkommen in der Konferenz, zwei Teams treffen aufeinander, die sehr enttäuscht war nach dem ersten Spieltag. Halle verlor 2:0 gegen den FSV Zwickau und 1:4 musste sich sogar Fortuna Köln gegen Preußen Münster geschlagen geben. Man darf gespannt sein, wie sie beide drauf reagieren. Ab nach Münster. Und ja, eben der Kontrahent, der Fortuna Köln mit 4:1 schlagen konnte, tritt jetzt zu Hause an gegen Jena, die in letzter Minute noch das 3:2 gegen Groß Asbach markieren konnten. Also zwei torhungrige Mannschaften treffen hier aufeinander. Wir gehen eine Station weiter nach Groß Asbach, wo der erste FC Kaiserslautern zu Gast ist. Ein spätes 1:0 reichte ihnen gegen 1860 München, um die Partie zu gewinnen, um die drei Punkte zu sichern. Wir schauen noch kurz auf die Elf von Groß Asbach und geben dann ab nach München, wo die Sportfreunde Lotte im Grünwalder Stadion zu Gast sind. Die Münchner Löwen nach dem enttäuschenden 1:0 gegen Kaiserslautern soll es jetzt im eigenen Stadion, im heimischen Stadion, für die ersten drei Punkte reichen. Wir geben gar nicht mal so weit weg nach Würzburg, wo das Frankenlied gerade noch im Hintergrund läuft. Sie verloren in letzter Minute mit 2:1 gegen Osnabrück, schlugen sich gut, aber konnten dann mit 0 Punkten dann nur nach Hause fahren. Man darf auch hier gespannt sein. Gegen Uerdingen, wir schauen weiter. Nach Unterhaching, die sechste Partie an diesem Nachmittag gegen den VfR Aalen. Haching konnte die Aufstiegseuphorie der Uerdinger erstmal bremsen und Aalen verlor 1:2 zu Hause gegen Wien. Auch hier darf man gespannt sein, wie beide Teams jeweils mit diesen Resultaten umgehen. Ab nach Karlsruhe, das Zwickau zu Gast. Zwickau war vielleicht eine der Überraschungen des ersten Spieltages gegen den hallischen FC. Sehr souverän, sehr gut mit 2:0 gewonnen. Der KSC möchte jetzt in dieser Saison die ersten drei Punkte festmachen. Im Auftaktspiel gegen Braunschweig stand es am Ende 1:1. Wir gehen aber nach Köln, da geht's als erstes los. Ganz genau, der hallische FC stößt an im Erdgas-Sportpark von links nach rechts in den weißen Trikots mit den roten Hosen. Fortuna Köln zu Gast, eben diese 4:1 Groß Asbach zu Hause gegen Preußen Münster bekommen. Das erste Tor ist gefallen, ab nach Groß Asbach. Was für ein Auftakt für die Gäste aus Kaiserslautern. Florian Dick trifft in der zweiten Spielminute zum 1:0. Nach einer Ecke ist er relativ frei, hält den rechten Innenfuß hin und markiert das frühe 0:1. Geht clever auf den ersten Pfosten an die Fünfer-Eckkante. Und dann macht er das auch technisch überragend. Für Broll ist da nicht zu halten. Der schlägt am zweiten Pfosten ein. Da ist niemand zur Stelle, der den Ball von der Linie kratzen könnte. Und Florian Dick, ein Kaiserslauterer Urgestein, markiert den 1:0 Führungstreffer. Ja, gegen München konnten sie auch 1:0 gewinnen. Dort war es ein sehr später Treffer. Jetzt ist es ein früher Treffer, der hier das erste Tor der Konferenz markiert. Sonnenhof, Groß Asbach musste sich in 96. Spielminute noch geschlagen geben gegen Jena. Mal schauen, wie sie hier drauf jetzt reagieren können. Sie haben jetzt genug Zeit, das zu korrigieren. Das ist Baku, aber erstmal Fechner, der den Ball klären kann. Die Möglichkeit für uns nochmal auf den Treffer zu schauen. Gute Ecke von Würzburg, der rechten Seite. Wir schauen nochmal drauf und dann geben wir nach Würzburg, wo jetzt der zweite Treffer der Konferenz gefallen ist. Ab nach Würzburg. Hier führt die Heimelf. Baumann ist der glückliche. Sechste Spielminute. KFC Uerdingen ist im Hintertreffen. Sehr gut rausgespielt. Flache Flanke von der rechten Seite. Scharf reingebracht auf den zweiten Pfosten. Und Baumann läuft an Ibramay weg. Und der Pfosten spielt dann auch eine Rolle. 1:0 für Würzburg, die einen späten Tiefschlag gegen Osnabrück hinnehmen müssten. Also 1:0 für Würzburg, wir schauen nach Münster.
Wo Jena gerade schon eine richtig gute Möglichkeit hatte. Nach 3 Minuten hätte es hier schon 0:1 stehen können. Es kam aber nicht zum Treffer. Aber Jena hier die aktivere Mannschaft in der Anfangsphase. Preußen Münster mit dem Auswärtsauftritt in Fortuna Köln hatte man seinen Fans auf jeden Fall Hoffnung gemacht für eine gute Heimpartie. Jetzt kommen sie auch das erste Mal nach vorne, aber Brückmann ist dazwischen, kann den Ball abfangen und eventuell jetzt die Kontermöglichkeit für Carl Zeiss Jena. Das ist Julian Günther Schmidt, wurde ja angeschlagen, rausgenommen am Ende der letzten Partie. Sie gewann trotzdem in letzter Minute. Jetzt ist er wieder von Beginn an dabei. Das ist stark hier, aber erstmal schwerst der da den Zweikampf gewinnt. Schnitzler pölt den Ball raus. Aber Jena macht weiter Druck. Eine gute Partie von den weißen Gästen. Eckert auf Cheng Kua, der mit dem Abschluss. Aber zu harmlos. Schnitzler ist dazwischen, hält den Ball fest. Wir geben eine Station weiter. Ab nach Karlsruhe. Wo sich der KSC einigermaßen schwer tut gegen sehr gut stehende Zwickau. Und jetzt drohen sie Gefahr, in einen Konter zu laufen. Das wird brandgefährlich. Christian Bickel frei vor Ophoff. Und der behält die Nerven. 0:1, 19. Spielminute. KSC wird im eigenen Stadion ausgekontert und die Gäste führen mit 1:0. Haben schon eine überragende Partie, wie vorhin bereits kurz angerissen gemacht, gegen den hallischen FC. Jetzt dieser Superball in den freien Raum. Bickel hat die Geschwindigkeit und dann auch das Auge, den Ball in die kurze Ecke reinzusetzen. Ganz schuldlos ist Ophoff da nicht, aber da wird auch alleine gelassen von seiner Mannschaft, von seinen Vordermännern. Ein mustergültiger Konter. 1:0 für die Gäste. Wir geben nach München. Da gibt es einen Strafstoß. Für wen? Für die Löwen oder für die Gäste aus Lotte? Für die Gäste aus Lotte. Ganz unglückliche Aktion. Es ist etwas unsicher, was die Ursache dafür war. Weber soll hier ein Vergehen begangen haben. Handspiel wohl in letzter Instanz. Aber da sind beide mit der Hand dran. Lässt sich drüber streiten. Den Strafstoß gibt es. Österhellweg ist das und der behält die Nerven. 1:0 für Lotte. Bitter für 1860, die hier bislang eine gute Partie machten und jetzt nach 20 Minuten ins Hintertreffen geraten. Die Sportfreunde Lotte mit 1:0 in Führung, weil Österhellweg vom Punkt die Nerven bewahrt. Wir schauen drauf. Ganz souverän macht er den links rein. Naja, richtig hart, richtig platziert ist er nicht geschossen, aber wenn sich der Keeper eben auf die Mitte festlegt, dann reicht auch so ein Ball eben aus. Auf dem falschen Fuß erwischt. 0:1, wir gehen weiter nach Unterhaching. Ja, nicht weit weg vom Spielort, wo wir gerade herkommen. Und Aalen macht das sehr gut gegen harmlose Hachinger bislang, die gegen Oeding ja eine super Partie absolviert hatten. Sind sie hier erstmal defensiv gefordert, die Möglichkeit aber zu harmlos. Aalen wurde ja zu Hause von Wien Wiesbaden 1:2 geschlagen. Das hatte man sich auch anders vorgestellt in der heimischen Ostalb-Arena. Jetzt sind es immer wieder weite Bälle, aber Unterhaching kommt damit noch nicht ganz so gut klar. Sie müssen langsam auch mal etwas nach vorne bringen, weil der Ball immer wieder postwendend zurückkommt. Und so kann gar kein Spiel aufkommen. Winkler ist dazwischen gegen Schnellbacher, gibt keinen Elfmeter, war wohl zu harmlos. Und jetzt die Kontermöglichkeit. Finn Porath über die linke Seite. Läuft da seinem Verteidiger davon. Das geht ein deutliches Stück zu einfach. Finn Porath, Dominik Stahl mitgekommen. Und auf dem zweiten Pfosten steht JP Müller. 1:0 für Unterhaching. 32. Spielminute. Die Hachinger führen mit 1:0. Die erste Möglichkeit, die wirklich gefährlich wurde. Ein mustergültiger Konter. Ähnlich gesehen in Karlsruhe. Diesmal waren eigentlich genügend Gegenspieler dabei. VfR Aalen aber dann unachtsam Tor in der Bewegung München. Nach hinten. Tor in München. Wir schauen hier nochmal drauf. JP Müller mit dem 1:0 und dann zurück an die Grünwalder Straße. Der Ausgleich 1:1. 1860 München mit dem ersten Drittligator in dieser Saison. Antonio Grimaldi ist der Glückliche, der Zumak schlagen kann. Und in der 33. Minute ist Lotte komplett offen. Laufen auch wieder in einen Konter. Das wohl heute in der Konferenz in diesen Samstagsspielen erstmal das Mittel, um die Tore zu machen. Grimaldi bleibt dann eiskalt vor dem Kasten. Markiert den Ausgleich. Wir geben eine Station weiter. Ab nach Halle. Wo es 0:0 steht, es ist deutlich unaufgeregter als in den meisten anderen Stadien. Hier gab es gerade eine gute Möglichkeit für die Gäste. Kegel mit der Flanke.
Aber dann auch die Sache geklärt. Jetzt liefen sie gerade ins Abseits. Der Hallische FC tut sich noch schwer, auch gegen Zwickau. War es lange Zeit keine wirklich überzeugende Leistung. Und auch Fortuna Köln ist das 1:4 gegen Preußen Münster noch anzusehen. Sie sind beide miserabel in diese Saison gestartet. Und jetzt müssen sie mal Tor in München bringen. Das nächste Tor in München geben wir postwendend zurück. Ein Traumtor. 39. Spielminute. Grimaldi mit dem Doppelpack. Und was für ein wunderbares Tor. Der passt perfekt oben links rein. Hat da ein bisschen zu viel Platz. Kriegt den Ball nochmal abgelegt. Und dann sitzt der Ball aber auch perfekt. Ein wunderbarer Treffer. Kirin Moll blockt da gut den Verteidiger weg. Für Zumak ist nicht zu halten. 2:1, ab nach Münster. Wo die Preußen gerade kommen. Kobylanski ist das mit dem Abschluss. Joe Coppens verhindert das 1:0. Der eben schon eine richtig gute Tat hatte. Hier schauen wir nochmal auf die. Vielleicht haben wir noch die Möglichkeit, den anderen Schuss zu sehen. Ja, hier ist es Coppens, der gerade noch so die Fingerspitzen rankriegt. Der Ball ging dann an die Latte. Jetzt Eckstoß für Preußen Münster. Kobylanski von der rechten Seite wird den wohl reintreten. Schauen wir noch drauf, dann gehen wir gleich weiter nach Groß-Asbach. Nichts ist geworden, ab nach Groß-Asbach. Wo der erste FC Kaiserslautern noch mit 1:0 führt. Das Tor in der zweiten Minute von Florian Dick reicht bislang aus, um harmlose Groß-Asbacher um die Punkte zu bringen. Es reicht, wie gesagt, aus. Florian Dick mit dem Treffer. Die Lautrer sind auch deutlich spielbestimmt. Das sieht man ganz klar. Und Groß-Asbach versucht immer wieder über Gegenstöße zu Möglichkeiten zu kommen. Aber Kaiserslautern steht weitestgehend gut. Jetzt ist mal Binakay im Strafraum. Binakay, aber Kevin Kraus kann es klären. Macht das ganz souverän. Sievers muss nicht eingreifen. Es gibt 3 Minuten oben drauf. Jetzt dicker Fehler. Spalvis gewinnt den Ball. Wir geben gleich nach München, wenn hier draus nichts passiert, dann ist das Ballwiss. Nein, der Ball kommt nicht durch. Ab nach München. Das 4. Tor in München. Die Sportfreunde Lotte gleichen aus. Und auch das ein wunderbares Tor. Viel schöner kann man den nicht machen. 2:2. Piosek dreht den Ball oben rechts rein. Wunderbar schlägt er da ein. Wir geben nochmal weiter. Nach Würzburg, wo die Kickers nach wie vor führen, seit der 6. Minute durch das Tor von Baumann. Jetzt ist hier Pause. Würzburg führt mit 1:0. Öding ist noch etwas kopflos. Ab nach Karlsruhe wird da noch gespielt. Nee, auch just in diesem Moment wird hier abgepfiffen. In Unterhaching läuft es aber noch. Nein, auch hier läuft es nicht mehr. Finn Porath hatte die Möglichkeit zum 2:0. Das war's mit der ersten Halbzeit. In 15 Minuten wissen wir dann, wie es weitergeht. Jo, einmal die übliche Halbzeitansprache, einmal auch die Ergebnisse im Überblick. Morgen kommt dann noch ein Zweitliga-Video und übermorgen kommt noch die Konferenz, die Sonntagskonferenz der zweiten Liga. Tippt immer gerne mit in den Kommentaren über eine Bewertung und ein Abo würde ich mich freuen, wenn es euch gefällt. Ansonsten viel Spaß bei der zweiten Halbzeit. Passieren noch einige Tore, ja, viel Spaß dabei. Zurück in der Drittliga-Konferenz. Der Hallische FC konnte noch kein Tor erzielen, ebenso wie die Kontrahenten aus Köln, die sich hier beide sehr schwer tun. Jetzt Moritz Hartmann mal, der das Tor erzielt hatte beim 1:4 gegen Preußen Münster, aber das ist noch relativ harmlos. Aber sie scheinen ganz gut aus der Pause zu kommen. Hartmann, der Dreh- und Angelpunkt. Brandenburger legt den Ball auf außen, das ist Scheu. Alkenberg klärt die ersten Eindrücke von hier, ab nach Münster. Hier steht es auch noch torlos 0:0 von beiden Teams, die zusammengerechnet im ersten Spiel oder am ersten Spieltag 7 Tore erzielen konnten. Läuft momentan noch nicht so viel. Jetzt kommt Münster. Kobylanski, überragender Ball und da ist dann auch das erste Tor. Coppens ist das erste Mal geschlagen. Preußen Münster führt mit 1:0. Heinrich ist der glückliche Torschütze, weil er komplett frei steht im 16er und die Nerven bewahrt. Kobylanski, ein überragender Ball. Schauen Sie sich das an. Hebelt 4 Gegenspieler aus. Coppens ist, glaube ich, noch mit den Fingerspitzen dran. 11 Meter in Karlsruhe. Wir schauen noch mal rüber und dann ab nach Karlsruhe. Da gibt es Strafstoß.
die Riesenmöglichkeit für Karlsruhe auszugleichen. Fink tritt an gegen Brinkies. Fink macht das und Brinkies hält. Dickes Ausrufezeichen von Zwickau. Die wollen hier die 6 Punkte nach 2 Spielen ganz klar festhalten. Super Parade, der war gar nicht so schlecht geschossen. Es fehlte etwas der Druck. Und der Routinier Anton Fink ist von Brinkies geschlagen. Jetzt die Möglichkeit aber über den Eckstoß wieder in die Partie zu kommen. Es ist genug Zeit, aber das war natürlich die Riesenmöglichkeit, um die Partie frühzeitig in neue Bahnen zu lenken. Jetzt sind sie unter Druck. Anton Fink, der den Foul-Elfmeter gerade verschossen hat, aber Karlsruhe tut sich sehr schwer durchzukommen. Pourier ist das. Fink bringt den Ball rein. Brinkies ist dazwischen. Wir geben weiter. Landen in Groß-Asbach, wo sich die Lautra weiterhin sehr gut schlagen und den Ball weit vom eigenen Tor fernhalten. Jetzt gibt es einen Foul bei Groß-Asbach. Die sind sich aber sehr unsicher nach einer Stunde, was sie hier tun sollen. Das hätte gerade auch wieder schneller gehen können, aber es wurde langsam gemacht. Kaiserslautern ist wieder mit vollständiger Montur hinter dem Ball und dann kommt so ein langer Ball relativ motivationslos reingeschlagen. Spalvis ist ein Stürmer, der auch nach hinten arbeitet, aber trotzdem Tor die Möglichkeit. Nein, Haunhold ist dazwischen, ab nach Münster. Da ist der nächste Treffer gefallen. 2:0 für Preußen Münster. Philipp Hoffmann in der 62. Spielminute schiebt den Ball ein. Leicht angehoben und dann sitzt der Ball rechts. Tor in Unterhaching. Behält er die Nerven. Das nächste Tor ab nach Unterhaching. Marseiler mit dem 2:0. Also auch hier 2 Tore Führung für die Gastgeber. 63. Spielminute. Unterhaching auf dem besten Weg, mit 6 Punkten in die Saison zu starten. Da wird Marseiler am zweiten Pfosten komplett vergessen. Bernhard ist chancenlos. Wird eben davon seinen Mitspielern ein Stück weit alleine gelassen. Und da kann man sich als Verteidiger auch Tor in Halle anderes als ärgern. Ab nach Halle, der nächste Treffer. Wunderbar. 1:0 für den hallischen FC. Fortuna Köln gerät mehr und mehr in Seenot. 65. Spielminute. Der HFC geht in Führung. Ähnlich wie Baumann in Würzburg trifft er hier den Pfosten. Von da prallt der Ball rein. Thuma macht das Ding. 1:0 für Halle. Wir geben weiter nach Würzburg. Ja, wo eben dieses Tor in dieser Art gereicht hat zum Führungstreffer nach 6 Minuten. Und Uerding tut sich schwer. Sie arbeiten aber nach vorne. Das ist Dörfler, der über die linke Seite kommt, gar keine schlechte Partie macht. Der links außen auch sich da jetzt gut um seinen Gegenspieler herumdreht. Konrad im Zusammenspiel. Dörfler bringt ihn rein. Daube, aber Kohls ist dazwischen. Bisschen zu harmlos, was der Achter da macht. Jetzt kommt Bütiki rein. Dominik Baumann hat den Treffer gemacht. Viel gearbeitet, wie schon gegen Osnabrück. Bedankt sich bei den Fans, bekommt Applaus, hat sein Tor gemacht. Wir schauen noch auf die Ecke und geben dann gleich eine Station weiter nach München, wenn hier draußen nichts passiert. Nee, ab nach München. Wo es in der zweiten Halbzeit deutlich ruhiger vonstatten geht. Es steht 2:2 und 1860 drückt aber etwas mehr auf den Treffer. Sascha Mölders ist das auf Grimaldi, der die beiden Tore erzielen konnte. Über die rechte Seite kommt jetzt Paul, der den Ball reinbringt, aber von Langlitz erstmal geklärt. Ballbesitz ist relativ ausgeglichen, aber trotzdem 1860 ist die spielbestimmende Mannschaft. Markus Sierra ist reingekommen mittlerweile. Sascha Mölders an den Pfosten und dann Ball wieder geklärt. Jules Reimering macht das und verhindert damit das 3:2, aber wieder 1860. Moll, Grimaldi und jetzt ist er drin. Stefan Lex, 3:2, 1860 München führt. Zum zweiten Mal in dieser Partie, eine Viertelstunde vor dem Ende, macht Stefan Lex, der Neuzugang aus Ingolstadt, den Führungstreffer. Stark gemacht. Grimaldi, 2 selber gemacht, 1 vorgelegt. Besser kann man es nicht machen. 3:2 für 1860. Wir geben nochmal nach Unterhaching, da ist wohl alles klar. Ja, 2:0 steht es hier und Ahlen macht nicht den Anschein, als könnten sie hier nochmal zurückkommen. Hein über die linke Seite macht das erstmal ruhig. 12 Tor Minuten Münster. Noch knapp zu gehen. Wir geben nach Münster. Ist da jetzt alles entschieden oder wird es nochmal spannend?
Nee, es ist alles entschieden. 3:0 in der 79. Spielminute. Akono mit einem klasse Treffer unten rechts rein. Macht das ganz souverän. Da mussten die Gegner aus Jena natürlich mehr Risiko gehen, werden jetzt dafür bestraft. Es steht 3:0, 10 Minuten vor Schluss. Wir schauen nochmal auf dieses Tor und dann gehen wir nach Halle. Der Ausgleich oder das 2:0 jetzt auch in Halle? Das 2:0, Fetch mit einem absoluten Traumtor. Erinnerte so ein bisschen an das Ding von Grimaldi in der ersten Halbzeit zum 2:1. Der schlägt hier auch perfekt ein. Noch etwas platzierter geschossen. Da ist die Latte sogar noch mit im Spiel. Hämmert da einfach mal draus. So aus 13 Metern hämmert er auf den Kasten. Und dann ist auch nichts zu halten. 2:0 für Halle dürfte auch die Entscheidung sein. Wir geben nochmal nach Karlsruhe, wo es wohl jetzt eine gefährliche Möglichkeit für den KSC gibt. Ja, sehr gefährliche Freistoßposition. Hier gab es gerade die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich. Aber auch dieser Freistoß jetzt könnte wirklich was werden. Wachsmuth geht da etwas übermotiviert zur Sache. Sie wollen diesen 1:0-Sieg jetzt über die Zeit bringen. Aber der KSC nach 2 Spielen mit einem Punkt, das hatte man sicherlich anders auch erwartet oder sich erhofft auf Badener Seiten. Die Möglichkeit ist noch da. Dieser verschossene Strafstoß von Fink könnte möglicherweise der Todesstoß gewesen sein, aber das ist jetzt eine gute Möglichkeit für Lorenz, der den aber deutlich über den Kasten setzt. Keine Gefahr. Wir schauen nochmal rauf. Kommt vielleicht nochmal wieder. Wir geben jetzt aber nochmal nach Groß-Asbach. Da steht es ebenfalls 1:0. Seit der 2. Minute füllt Kaiserslautern da durch ein Tor von Dick. Ja, und sie sind drauf und dran, diese Partie so in dem Spielstand über die Zeit zu bringen, weil Sonnhof Groß-Asbach sich schwer tut. Wir hatten noch eine Möglichkeit gesehen, kurz bevor wir dann abgegeben hatten. Aber mehr kam dann auch nicht. Es ist noch durchaus Zeit, das 1:1 zu erzielen, aber es fehlt mir momentan so ein bisschen die Fantasie, wie das funktionieren soll, weil Kaiserslautern den Ball vom eigenen Tor gut fernhält und Timmy Thiele jetzt den Ball nach außen legt. Pick ist das, Florian Pick hat lange Zeit, Schad legt den Ball zurück, Bergmann, Hämlein verpasst die Entscheidung, wir geben nochmal nach Würzburg. Wo Oerding gerade die Möglichkeit hatte auszugleichen, aber etwas überhastet. Der Abschluss hier auch Dörfler mit der Möglichkeit, aber auch das zu harmlos. 4,5 Minuten vor dem Ende sieht es allen anscheinend danach aus, als würde Oerdingen die zweite Niederlage einstecken müssen. Sie sehen es, Drewes, der Torwart von Würzburg mit 5 Paraden. Vollert von Oerding musste nicht einmal eingreifen, aber einmal eben hinter sich greifen. Abseits jetzt von Ademi. Das ist bitter. Oerding hätte durchaus hier den Punkt verdient oder vielleicht sogar mehr als das. Es sind noch 2,5 Minuten zu spielen, aber es wird verdammt schwierig, weil Drewes eben in überragender Form ist. Und den zu schlagen, das dürfte auch jetzt in den letzten 2 Minuten extrem schwer werden. Maxi Beister legt den Ball nochmal nach außen auf Dörfler, der wirklich eine sehr gute, auffällige Partie macht. Die Flanke bringt, da ist Konrad, stolpert den Ball irgendwie in die Arme von Drewes. Wir geben nochmal nach München, da steht es 3:2. Und es sieht danach aus, als würde 1860 das jetzt über die Zeit bringen. Lotte fällt seit dem 3:2 gar nichts mehr ein. Tor in Halle. Und wir gehen nach Halle. Hier ist die Partie aus. München gewinnt 3:2. Ab nach Halle. Hier könnte es nochmal spannend werden. 90. Spielminute. Moritz Hartmann mit dem Anschlusstreffer steht da völlig frei auf dem Elfmeterpunkt. Hält den linken Innenfuß hin. Und macht das Ding dann ohne größere Probleme rein. Da hat er die Klasse. Zweite Saisontor für Fortuna Köln. Aber Stand jetzt sind sie auch mit 0 Punkten da. Es ist aus. Nochmal nach Karlsruhe. Zumindest einen Punkt wollen die Karlsruher hier mitnehmen. Tiede von der rechten Seite mit dem Eckstoß. Zwickau ist nervös. Rosbach an die Latte. Der Ball noch nicht geklärt. Feig vor die Beine von Sané. Unglaublich. Lattentreffer und Sané, den muss er machen. Zumindest muss er den aufs Tor bringen. Und so verliert man dann. Höchst unglücklich mit 0:1 gegen Zwickau, aber das ist eben das Resultat, das auf dem Papier steht. Das war's aus der Konferenz. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jetzt gibt's noch die Zusammenfassung von den weiteren Spielen.
Jo, hier seht ihr einmal die Ergebnisse im Überblick und wie gesagt, jetzt gibt es noch Rostock gegen Braunschweig, Wien gegen Cottbus und Meppen gegen Osnabrück in der Zusammenfassung. Viel Spaß dabei, los geht's mit Rostock gegen Braunschweig. Braunschweig mit dem zweiten Spiel am Freitagabend, am zweiten Spieltag. Hansa Rostock musste eine ordentliche Klatsche hinnehmen. Gegen Cottbus verlor man mit 3:0. Hier waren sie besser aufgelegt am Freitagabend. Bischoff ist das mit Königs im Zusammenspiel. Bischoff und Suku völlig frei vor Engelhardt. Und in der fünften Minute macht Sebio Suku das 1:0. Sein erstes Saisontor, Neuzugang aus Aue, bleibt cool vor Engelhardt. 1:0. Aber Braunschweig auch durchaus aktiv nach vorne. Hofmann mit einer schönen Drehung. Aber Gelios ist dazwischen, der ein sehr unglückliches 3:0 hinnehmen musste. Da kam man ein bisschen zu spät raus, aber alles in allem, wie gesagt, eine sehr unglückliche Rückgabe auch von seinem Verteidiger. Braunschweig machte das jetzt aber gut. Sauerland dann kurz vor der Pause mit der Möglichkeit auszugleichen, aber auch das gelang ihm nicht. Rostock kam auch nochmal vor der Pause. Bischoff ist das, scheitert aber an Engelhardt, der toll reagiert und das 2:0 verhindert. Das wäre vor der Pause schon extrem bitter gewesen, auch unverdient, weil Braunschweig eine gute Partie machte. Im zweiten Durchgang kam Rostock besser rein in die Partie. Breyer mit der Flanke, Suku fast mit dem Doppelpack, aber wieder ist es Engelhardt, der das Ganze verhindern konnte. Für Braunschweig war es in dieser Phase Glück, dass sie nicht mit zwei Toren ins Hintertreffen gerieten. Und dann kam sie auch mal wieder nach vorne, Onur Bulut. Und dann macht Fasku die Vorlage, Philipp Hoffmann, 63. Spielminute. Der Ausgleich, sein erstes Saisontor in der dritten Liga, ja, wie gesagt, Bulut, der die Sache hier einleitete, hatte das 1:1 gegen Karlsruhe am ersten Spieltag erzielt, der Gästeblock tobte und Philipp Hoffmann markierte das 1:1, sehr gut gespielt, letztendlich auch etwas unaufgeräumt, die Verteidigung von Rostock hatte man ja gegen Cottbus in Ansätzen auch schon gesehen und dann gab es sogar nochmal die Möglichkeit, die Partie sogar komplett zu drehen, Gelios verhinderte das 1:1. Stand es dann am Ende. Thorsen mit dem Kopfball, tolle Parade vom Augsburger Neuzugang, beziehungsweise vom Neuzugang aus Augsburg. Rostock und Braunschweig trennen sich zum Auftakt des zweiten Spieltages mit 1:1. Wien Wiesbaden in der Brita Arena war Energie Cottbus zu Gast. Beide Teams konnten gewinnen. Wien mit den 2:1 gegen Aalen sehr gut bedient und Cottbus konnte beim 3:0 extrem überzeugen gegen Rostock. Das hier war aber eine Partie, bei der es viel darum ging, sich abzutasten, abzuwarten, keine Fehler zu machen. Cottbus war sehr zufrieden damit, wie diese Partie verlief. Es gab aber Möglichkeiten für Wien, wenn dann nach Standard. Sehr gute Möglichkeit aus 22 Metern, aber Andrist legt den Ball doch recht deutlich über die Latte hinweg. Das wäre die Möglichkeit gewesen. Ansonsten war der erste Durchgang wirklich unspektakulär und kaum von Chancen und Strafraumaktionen geprägt. Zweiter Durchgang, dann kam auch Cottbus mal nach vorne. Wachs kriegt den Ball nicht geklärt und Scheitauer testet Kolke. Tolle Aktion von beiden. Schöne Parade, aber auch schöne Abnahme. Sieht man hier mit dem linken Fuß, versucht das da, lässt ihn ein bisschen über den Schlappen rutschen, aber gut gehalten letztendlich. Es stand weiterhin 0:0 und dann kam auch Wien im zweiten Durchgang mal wieder nach vorne. Durchaus gewillt hier zu gewinnen. Schönfeld ist das, der von Kruse nicht endgültig gestoppt werden kann. Und dann die Möglichkeit, Manuel Schäffler testet Avdos Bahic, der gut reagiert. Das 1:0 verhindert. Auch hier lässt er den Ball über den Schlappen rutschen, leicht angedreht. War nicht so einfach zu halten, der hätte gepasst. Aber Bahic, ein guter Rückhalt, konnte ja schon zu 0 spielen gegen Rostock. Und dann kam nochmal Cottbus kurz vor dem Ende. Mockenhaupt kann nicht gut klären und dann fällt auf einmal der Ball vor die Füße von Vite Riti, der noch einen Doppelpack gegen Rostock schnüren konnte. Hier scheitert er an Kolke. Das wäre es um ein Haar gewesen. Und nochmal Wien, Nachspielzeit. Schäffler auf Schwadorf, aber Karpstein dazwischen verhindert das Ganze und so endet diese Partie dann torlos mit 0:0. Im Endeffekt auch leistungsgerecht. Keiner dieser beiden Teams hatte bei diesem Kick einen Dreier verdient. Last-Minute-Sieg gab's für Osnabrück und was für ein spektakuläres Ende nahm es da. Im Endeffekt Faruna Polido, der
Eingewechselte konnte gegen Würzburg in der 93. Minute das 2:1 erzielen. Und hier starteten die Osnabrücker nicht schlecht in diesem Derby. Domaschke wird getestet, aber noch etwas zu harmlos. Meppen kam dann auch nach vorne, über die linke Seite. Vrsogic, Posipal und auf. Einmal kommt der Ball auf den Kopf von Max Wegner. 18. Spielminute, das 1:0 für den SV Meppen. Das Derby hatte seinen ersten Treffer bekommen. Weil Wegner da höher steigt als sein Kontrahent, macht das gut. Erst eine schöne Parade von Körber, aber die Reaktion war dann nicht ausreichend genug, den Ball aus der Gefahrenzone zu klären. Aber vor der Pause gab es die Möglichkeit zum Ausgleich. Mark Haider ist das. Scheitert hier aber an Posipal, der den Oberschenkel gerade so noch reinhalten kann. Und vor der Pause nochmal die Möglichkeit, sogar zum 2:0. Granatowski ist das, aber Körber ist dazwischen. Ja, auch gegen Würzburg wirklich einige Chancen überragend pariert. Hier reagiert er auch klasse mit der rechten Hand. Wehrt da den Ball ab. Wir springen in den zweiten Durchgang. Osnabrück wurde besser und stärker. Das 1:1 war eine Frage der Zeit. Rennecke macht den Ball dann nochmal scharf. Da ist Danneberg, Vorlage auf Mark Haider. 1:1, hochverdient. 72. Spielminute bereits. Das erste Saisontor für Mark Haider. Ganz, ganz dolle verdient hatte er sich das. Durch viel Einsatz, durch viel Leidenschaft. Meppen verpasste es, den Ball zu klären. Da können sie sich den Ball wie im Handball um den 16er herumspielen. Dann wird es gefährlicher. Sie gehen etwas näher in Richtung Tor. Und dann um ein Haar sogar das 2:1. Domaschke nur 2 Minuten später alleine im 1:1. Scheitert aber Rennecke an ihm. Es gab dann Eckstoß und der wurde wiederum brandgefährlich. Von der linken Seite reingetreten. Da ist Susac und Haider hält das Knie hin, sodass er hier einen Doppelpack markiert. Das Tor zählte für Mark Haider, auch wenn Susac da einen großen Anteil dran hatte. Nimmt die Direktabnahme irgendwie mit dem Knie, war Haider wohl da noch dran. In kürzester Zeit drehte Osnabrück diese Partie. Und es stand eben 2:1 für den VfL. Schöne Ecke, aber auch zu frei von Susac dann. Und er schlägt dann am ersten Pfosten ein. Es gab aber in der Nachspielzeit nochmal die Möglichkeit zum Ausgleich. Born mit der letzten Möglichkeit der Partie. Die letzte Aktion war es auch. Ganz haarscharf scheitert er da. Der muss natürlich sitzen. Weiß er dann auch, als der Ball vorbei war, fasst er sich an den Kopf. Osnabrück dreht die Partie und gewinnt nicht unverdient am Ende mit 2:1. Mit etwas mehr Glück hätte Meppen aber auch den Ausgleich machen können. Jo, das war also die komplette dritte Liga-Konferenz und Zusammenfassung. Wenn es euch gefallen hat, nochmal würde ich mich über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. Ansonsten tippt gerne mit in den Kommentaren. Morgen kommt dann noch einiges an zweiter Liga auf euch zu. Ja, ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bis dann und ciao. Wir spielen mit nur einer Kugel.